Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, GTA 3, Entschuldigung. Wir starten heute nochmal mit der Übergabe. So, wir müssen natürlich jetzt wieder mit dem Jeep runter. Wir hätten aber auch eigentlich die andere Variante, nehmen sie mit dem Panzer. Da werde ich jetzt den Panzer holen müssen. Das war mir so klar. Hit me! Hit me! Typen. Ich muss mich mal gerade ein bisschen verziehen. Weil ich brauche die Munition für die Waffen. Und vor allen Dingen brauche ich auch ein bisschen Energie. Die Arschlöcher sind mir jetzt echt bis hierher gekommen. Geh weg. So, ich muss jetzt wieder ein bisschen. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich spare mir jetzt ein bisschen Munition. Sind hier die da oben nicht von da oben weg? This thing airborne! Wir haben vor allem keine Zeit mehr.
habe den scheiß Heli down. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, ich habe Zeit. So, war sie jetzt ruhig oder was? Oder sieht das jetzt irgendwie noch ein bisschen mies aus? Schade. So, sonst hätten wir es tatsächlich nicht geschafft. Aber es hätten wir tatsächlich noch ein bisschen. Haben wir sie geschafft oder was? Oder wie sieht das aus? Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yes! Wir durch, liebe Leute. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, cause you know, I love you, I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. Can you believe it? This one cost me $50. Oh, liebe Leute, wir haben es endlich geschafft.
Zack. Ich glaube, die ganzen Intros können wir wegdrücken, oder? Ja, müsste man eigentlich wegdrücken, weil, wenn ich ehrlich bin, muss man das jetzt nicht die ganze Zeit haben. So. Wir sind durch, liebe Leute. Wir haben einzig nur noch die Telefone ein bisschen auf, aber die werde ich nicht machen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas, dann morgen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie weit wir heute haben. Wir machen gerade nur ein Endspeichern. Dann sind wir nämlich durch. Gut. Dann war es das. Wir haben jetzt 1.288.441 haben wir. So rum ist es richtig, genau. Also etwas mehr als 1,2 Millionen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist das Wichtigste und wir brauchen mehr. Nicht. Haben wir dann am Ende doch relativ gut hinbekommen, als der Heli dann da unten war, haben wir die Mission eigentlich quasi auch geschafft. Wir müssen dann, wir brauchten nur innerhalb von 8 Minuten, glaube ich, den Heli da unten kriegen. Wie dem auch sei, das war's. Wir sehen uns in der... Ja, ja. Ja, brauche ich jetzt ja alles nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Das heißt, die da heißt GTA San Andreas wahrscheinlich, ne? Wiedersehen und tschüss.